Jo, wir sind bei der Analyse vom letzten Bonus-Battle der Staffel 1, Sieg 040 vs. Johannes, und wir fangen direkt an. Den Videopunkt übernimmt heute der gute MP8 aka Malte. Vielen Dank dafür. Hallo Leute, mein Name ist Malte oder für viele von euch bekannt auch unter dem Namen MP8 und ich darf heute die Videobewertung in dem Bonus-Battle zwischen Sieg 040 und Johannes übernehmen. Ich möchte noch eine Sache voraussagen und das ist, dass ich in dieser Analyse sehr auch ins Detail gehen werde. Also tut es mir leid, falls diese Analyse wegen meiner Videobewertung ein bisschen in die Länge gezogen wird, aber ich möchte einfach hier mit sehr vielen Beispielen von Videos von mir zum Beispiel arbeiten und generell auch beiden sehr gründliches Feedback bezüglich ihrer Videos halt geben, dass sie zum Beispiel die Sachen, die ich negativ anspreche, vielleicht in Zukunft verbessern können oder die Sachen, die ich positiv anspreche, vielleicht auch noch ein bisschen verbessern können, wenn sie das wollen oder generell auch wissen, okay, das finden Leute gut und das eher weniger, dann versuche ich mich in diesem Bereich mehr. Aber fangen wir auch mal an. So, fangen wir auch mal direkt mit dem Video von Johannes an. Was mir jetzt, das muss ich halt direkt ansprechen, ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist das Format. Also 21 zu 9 an sich sehr cooles Format, benutze ich ja auch sehr häufig jetzt zur Zeit wieder. Aber ich finde, hier in dem Fall ist es viel zu schmal geraten. Ich habe nachgeschaut, hat das bei 1920 mal 720p halt gemacht und ich finde das bisschen zu schmal. Bei 4K ist es dann halt 3840 mal 1440. Meiner Meinung nach ein bisschen zu schmal. Er hätte das so machen können, zum Beispiel 1920 mal 818 oder bei 4K dann halt 3840 mal 1636. Dann ist das Ganze nicht zu schmal und du hast trotzdem noch, wenn du in Fullscreen-Modus gehst, halt groß genug Blackbars und es sieht einfach ein bisschen besser aus. So, wenn du das im kleinen Format guckst, sieht es halt viel zu schmal aus und es ist viel zu wenig vom Bild zu sehen. Machen wir auch gleich mit zwei weiteren Punkten weiter, die mir eher weniger positiv aufgefallen sind. Und das wäre einmal das Color Grading und dann noch die Locations. Er dreht zum Beispiel vor einem Zaun mit so einer Zielscheibe auf einer Bank, die glaube ich eh direkt nebendran war, auf einem Feldweg, wo er halt rumläuft dann und irgendwie noch neben so einem Basketballplatz, wo er auch noch rumläuft. Ich finde generell für eine Audio in diesem Bereich etwas atmosphärischer und musikalischer gehalten, finde ich sowas halt leider überhaupt nicht passend. Da hätte halt so ein standardmäßiges Waldvideo eher mehr schon gepasst. Was ich schade finde, weil ich finde, man hätte generell sehr, sehr viel daraus machen können. Zum Beispiel hätte auch ein besseres Grading da auch halt bestimmt mehr gepasst dann generell. Also generell so Blätter und Gräser in eine andere Farbe zu machen, zum Beispiel von grün in blau, wie es jetzt halt in seinem Fall war, an sich eine sehr coole Idee, aber ich finde, er hat das ein bisschen übertrieben. Ich finde, das ist halt zu blau. Er hätte da vielleicht noch ein bisschen Sättigung rausnehmen können und das so leicht ins Blau ziehen können, dass das nicht komplett blau ist. Das sieht halt einfach ein bisschen komisch aus und halt zu sehr bearbeitet, was ich jetzt nicht so nice finde. Meiner Meinung nach baut es halt leider ein bisschen zu wenig Atmosphäre auf, was halt bei genau so einer Audio halt sehr wichtig ist. Dass der Himmel bei dem einen Lauftake an dem Feldweg rot gemacht wurde, finde ich dann aber wieder ganz nett und das kann auch ein bisschen Atmosphäre aufbauen. Dort stören mich aber genau wie in den anderen Takes die blauen Blätter und auch die blauen Gräser. Finde ich halt, wie gesagt, einfach nicht passend oder halt zu stark in diesem Fall. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt und das wäre jetzt die Kameraführung. Die schwankt nämlich sehr stark zwischen eher weniger gut, aber dann auch wieder ganz cool. Ich finde nämlich die dynamisch gedrehten Takes, finde ich äußerst cool an manchen Stellen, aber dann die weitwinkligen Takes wie an dem Feldweg oder so vor dem Zaun, die finde ich dann eher weniger gut, weil dort die Kameraführung halt auch nicht wirklich gut ist. Da ist halt ein bisschen kurz mal hingestellt und irgendwie ganz kurz irgendwelche Bewegungen gemacht, was halt nicht so ganz cool aussieht. Aber dann, wie gesagt, die Shake-Clips finde ich eigentlich recht cool und auch passend gedreht dann. Bei den weitwinkligen Takes ist halt relativ oft der Headroom ein bisschen verkackt, also wie viel Johannes das Bild füllt. Manchmal ist sein Kopf auch wirklich sehr stark abgeschnitten oder er rutscht wirklich fast rechts und links aus dem Bild, weil der Kameramann nicht ganz mit ihm herkommt. Aber dann auch zum Beispiel
wie gesagt, die Shay-Clips, da wurde das auch an ein paar Stellen mit einem indirekten Take kombiniert, also dass Johannes nicht genau in die Kamera rein performt, sondern dran vorbei. Und das finde ich eigentlich wirklich recht cool. Das sieht wirklich echt nicht schlecht aus und dadurch, dass auch der Hintergrund so schön unscharf ist, sieht das echt gut aus. Schade, dass davon nicht mehr Takes gemacht wurden. Performt tut Johannes eigentlich auch recht ordentlich, geht aber noch ein bisschen besser, aber das passt an sich schon relativ gut. B-Roll-technisch sieht das ganze Video auch recht mager aus. Mit B-Rolls hätte er zum Beispiel relativ viele Zeilen unterstreichen können, indem er halt irgendwelche Gestiken in die Kamera macht. Das hätte auch ordentlich viel Atmosphäre aufbauen können und hätte dem Ganzen auch einen professionelleren Look, sage ich mal, verleihen können. Zum Beispiel hätte er auch einfach wirklich nur ganz simpel durch einen Wald laufen können, sich dort ein bisschen umschauen können und das Ganze wäre dann halt aus, sage ich mal, so 3-4 Perspektiven gefilmt worden und dann hätte man da halt im Schnitt einfach Performance-Takes, die, sage ich mal, nicht wirklich gut gelungen sind, an vielen Stellen ersetzen können oder wo man denkt, ja man, da könnte das cool kommen, hätte man da einfach so ein bisschen so eine Mini-Story halt, jetzt nichts Krasses halt so, aber man hätte es einbauen können und das hätte halt wirklich professioneller ausgesehen und auch Atmosphäre gerade bei diesem Video aufbauen können. Oder auch zum Beispiel bei der Corona-Regeln-Zeile, die glaube ich direkt beim Anfang von Part 2 kommt, hat er während dem Performance-Take halt einfach direkt eine Maske in die Kamera gehalten. Das hätte man auch zum Beispiel direkt als B-Roll verpacken können und das hätte an sich auch was Cooles mitgeben können, aber so als Performance-Take an sich auch machbar. Was mir aber auch wirklich sehr stark nach mehrmaligem Anschauen aufgefallen ist, ist, dass ein Kameramann ab und zu mitten in den Takes einfach rein und wieder rauszoomt. Sollte man eigentlich nicht machen, weil man an sich während einem Take eigentlich nur eine Brennweite benutzen sollte, weil man dann in weiteren Takes andere Brennweiten benutzen kann, wie zum Beispiel 16mm für weitwinklige Takes, die halt sehr gut dafür geeignet sind, um Ganzkörperaufnahmen zu machen mit einer Push-In- und Push-Out-Kameraführung. Zum Beispiel sind dann 25mm angenehmer für nähere Shots, wie zum Beispiel Oberkörpershots oder generell auch so Sachen wie die indirekten Shots mit den Shakern, die an sich sehr gut gelungen sind, weil durch diese 25mm wird auch der scharfe Bereich ein bisschen kleiner, das heißt, der Hintergrund kann unschärfer werden und das sieht auch ein bisschen cinematischer und auch besser aus. Da kann man auch einfach ein bisschen rumprobieren, einfach mal machen und gucken, was gut aussieht. Aber das mit dem Rein- und Rauszoomen während den Take könnte man kombinieren mit so einem wirklich ganz alten Look. Also sprich, man benutzt vielleicht sogar wirklich eine ganz alte Kamera dafür oder halt so ein Camcorder oder man haut halt einfach beim Schnitt so einen VHS-Filter drauf und macht die Qualität vom Take halt einfach irgendwie ein bisschen schlechter, dass es so diesen alten Kameralook, also schlechte Qualität, halt einfach ein bisschen mitgibt. Dann kann man das so mit rein und raus zoomen machen, das sieht dann ganz cool aus. Aber in diesem Fall war es nicht wirklich positiv zu erwähnen. Ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen, das Video von Johannes ist keinesfalls scheiße. Ich möchte hier einfach nur bei der Analyse von mir jetzt ansprechen, was man besser machen hätte können, einfach um in der Zukunft ein bisschen so kleine Fehler vielleicht zu verbessern. Der Schnitt von Johannes ist recht ordentlich, das sind ein paar Effekte, Transitions und halt auch Screenshots von ein paar Tracks von Sieg eingeblendet mit so ein paar Glitch-Effekten. Jedoch finde ich ein bisschen roh noch den Schnitt, aber das ist an sich auch Geschmackssache. Ich hätte halt zum Beispiel noch so ein paar simple Effekte wie einfach ganz normale Slow-Mos eingebaut. Die Kameraqualität von Johannes ist auch echt stark eigentlich, sieht alles ganz gut aus. Ja, das Video von Johannes ist ein solides Video, es hat alles, was ein Musikvideo braucht, nur sind diese Aspekte noch ein bisschen ausbaufähig, aber keinesfalls ein scheiß Video. Kommen wir jetzt auch mal nach wirklich sehr langer Zeit zu dem Video von Sieg. Also ich habe das Thumbnail gesehen und habe mir wirklich direkt so gedacht, oh, das könnte ein echt gutes Video werden. Dann hat das Video angefangen. Der Anfangsshot, wo das Intro vom Beat noch läuft, hat mich eigentlich noch überzeugt. Das fand ich ganz cool mit dem Text, der da auf das Bild animiert wurde und dann halt auch, wie es in das Bild reingeht. Aber die Kameraqualität dann, die war echt nicht gut. Ich denke halt mal, die sind da einfach mit dem Handy rausgegangen, das nachts, wie man sieht, und es sieht halt echt kacke aus.
Ich weiß, was für einen Look die erreichen wollten, aber daran sind sie leider komplett gescheitert. Und die Masken am Anfang sind auch leider wirklich brachial kacke geworden. Da ist wirklich einfach kurz beim Standbild eine Maske um ihn gezogen worden. Und dann ist nicht beachtet worden, dass er sich bewegt und dass man diese Maske animieren muss. Auch die Stelle, bei der er zweimal im Bild zu sehen ist, sieht echt nicht gut aus, obwohl die Takes halt eigentlich wirklich super easy zu machen sind. Die musst du halt einfach ganz normal nur auf einem Stativ aufnehmen, dass sich das Bild auch nicht bewegt. Und dann musst du das halt einfach nur kurz aufnehmen und kannst dann im Schnitt eine Maske um einen Take halt legen. Und dann halt einfach beim Übergang ein bisschen weicher machen, dass vielleicht, falls irgendwie minimale Abweichungen da sein sollten, dann siehst du das fast gar nicht. Aber da hat der Kameramann, glaube ich, halt einfach wirklich die Kamera in der Hand gehalten. Und das sieht man halt auch wirklich, weil es ein bisschen wackelt. Oder auch die Blätter im Hintergrund sehr nicht übereinstimmen. Und man halt sieht, dass er diesen Take einfach nur die Deckkraft ein bisschen runtergezogen hat. Es sieht halt einfach leider wirklich nicht gut aus. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt wirklich gedacht, dass es eine sehr klare Sache wird, wer den Videopunkt bekommen wird. Aber dann kam der zweite Part. Und der wurde von Ocular Pictures gemacht. Die Kameraqualität ist halt wie immer sehr gut, sehr hochwertig. Und das Grading ist halt auch wieder sehr gut. Genauso wie die Beleuchtung, die ich recht nice finde. Nur finde ich dort, dass man ein bisschen zu wenig vom Gesicht von Zeke sieht. Aber das ist Geschmackssache. Ich glaube, das wollten die so machen, dass der Schatten von der Cappy in sein Gesicht halt fällt. Was an sich ein sehr cooles Stilmittel ist. Mir aber jetzt nicht so hundertprozentig zugesagt hat. Dazu sieht der Fokus auch manchmal nicht ganz gut aus. Ich glaube, dass das mit dem Fokus so gewollt ist, dass er manchmal unscharf ist und dann wieder in Fokus kommt. Nur finde ich, sieht es in diesem Fall halt wirklich so aus, dass der Autofokus von der Kamera fett am Reinkacken ist. Die Kameraführung ist dafür aber wirklich sehr nice. Ich mag die Shake-Clips, die Syrup und Saivo immer machen, sehr. Und hier sind sie halt auch wieder sehr, sehr gut geworden. Schnitt passt halt auch wirklich sehr gut. Ein paar kleine Effekte hätten vielleicht nicht geschadet, aber der Look des Videos gefällt mir im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut. Zeke, sein Video schwankt halt wirklich sehr stark. Der erste Part ist komplett beschissen und der zweite Part überzeugt dafür halt in jeder Hinsicht. Ich verstehe nicht mal ganz, was Part 1 sollte. Ein guter Schnitt hätte daraus vielleicht auch ein bisschen was Brauchbares noch machen können. Aber naja, so ist es halt. Ein Teil des Videos ist halt wirklich sehr, sehr kacke und der andere Teil ist dafür sehr, sehr gut und halt wirklich qualitativ in jedem Bereich hochwertig. Wer bekommt jetzt aber den Videopunkt? Also das Video von Johannes ist dem ersten Part von Zeke halt wirklich komplett überlegen, aber dann halt, wie gesagt, der zweite Part von Zeke, der halt Johannes sein Video wiederum in den Schatten stellt. Beim ersten Mal schauen war ich mir eigentlich recht sicher, wer den Videopunkt bekommt. Also Zeke hätte ich beim ersten Mal schauen eigentlich gedacht. Aber nach mehrmaligem Schauen bin ich mir wirklich unsicher, da Johannes konstant ein solides Video hat und Zeke halt erstmal brachiale Kacke hatte und dann aber was brachial Geiles. Wäre das Video von Zeke durchgehend so wie in Part 1 gewesen, wäre der Videopunkt locker an Johannes gegangen. Aber wäre wiederum das Video von Zeke durchgehend so gewesen wie in Part 2, wäre der Videopunkt locker an Zeke gegangen. So gleicht sich das Ganze aber wiederum aus und nachdem ich mir beide Runden bestimmt so circa 50 Mal angeschaut habe und auch nebenbei analysiert habe, kann ich mit gutem Gewissen ein Unentschieden beim Video geben, da das Video von Zeke halt zu 50% verfickt scheiße war und zu 50% sehr gut und bei Johannes halt zu 100% solide bis gut war. So gleicht sich das Ganze halt perfekt aus und ich gebe ein 1-1 beim Video. Ja, das war jetzt auch mal meine Videobewertung, die ein bisschen lang geraten ist. Ja, 14 Minuten, tut mir leid, dass die Analyse wegen mir so lang geworden ist, aber ich hoffe, ihr könnt meine Meinung nachvollziehen und ich hoffe, ihr hattet vielleicht auch Spaß beim Zuschauen und vielleicht habt ihr auch ein bisschen was dazugelernt. Ciao! Kommen wir zum Flow und den übernimmt heute die engelsgleiche Stimme Jona. Danke dafür. Jo Freunde, Jona hier und herzlich willkommen zu meiner kleinen Analyse des Flows zum Battle Sieg gegen Johannes, dem sechsten Bonus-Battle im FBT.
Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum, sondern kommen direkt zu meiner Bewertung. Ich versuche in meiner Bewertung möglichst objektiv zu bleiben. Jedoch kann ich Dinge wie Subjektivität nicht immer ausblenden, weil der Flow halt schon eine durchaus subjektive Kategorie sein kann. Ich werde mich da nicht nur grundlegend auf den Flow beziehen, sondern auch wie sie mit der Technik und den Binnenreimen spielen, wie die Mische den Flow unterstützt, inwiefern. Und die Hooks werde ich mir auch noch anschauen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit Johannes seiner Runde. Bei Johannes war es nicht ganz so leicht, den Flow zu bewerten. Manche Dinge mochte ich eher weniger. Was ich zum Beispiel mochte, ist, wie er versucht, in seiner Runde Variation mit einzubringen. Er versucht wirklich, langsame als auch schnelle Passagen in seinen Flow einzubauen und hat ebenfalls mit diversen Binnenreimen gearbeitet, die jetzt nicht qualitativ gut waren, aber immerhin seinen Flow in gewisser Weise unterstützen. Die Mische auf der anderen Seite war besonders in der Hook nicht so mein Fall. Ich fand's gut, dass er in den Parts ebenfalls Gesangsdoubles eingebaut hat. Ich finde das immer sehr schön prinzipiell, dass man sich in den Parts auch musikalisch Gedanken macht. Ich finde aber, die Hook klingt mischetechnisch und vom Gesang her noch nicht ganz ausgereift. Ich glaube, er könnte mit seiner Stimme da gut was aus sich rausholen. Hier klingt es aber noch ein bisschen unrund, aber die Melodien sind trotzdem gut gedacht. Trotzdem Props an die Hook, die wirklich gute Ansätze mit sich bringt. Im Part finde ich, dass da noch ein bisschen Routine fehlt. Klar, er hat versucht, Dinge in seinen Flow einzubauen, die seinen Flow in gewisser Weise unterstützen, aber ich finde, die On-Pointheit fehlt dem Jungen noch ein bisschen. Vor allem beim Stimmeinsatz höre ich noch ein paar Defizite raus. Es passt nicht so richtig zum Beat. Generell, klar, Johannes ist ein sehr junger Rapper, aber ich finde, er könnte einfach mit seiner Stimme noch aus sich rauskommen. Und die Patterns, die er an den Tag legt, also seine Variation bei den Patterns, könnte auch in der Stimme einbauen. Da fehlt mir in den Parts noch ein bisschen Variation. Prinzipiell aber überraschend solide Audio von Johannes. Kommen wir zu Sieg, und da sieht es schon ein bisschen anders aus, was die Audio angeht. Nicht sonderlich besser oder schlechter, sondern eher welche Stärken und welche Schwächen er hat. Und zwar finde ich, er hätte die komplette Runde auf dem zweiten Beat rappen sollen. Das ist wirklich absolut stabil gerappt mit solider Pausensetzung, gutem Stimmeinsatz und Variation ist auch weitgehend gegeben. Für mich gilt es aber nicht ganz für den ersten Part. Am Ende des ersten Vierers kommt da ein sehr komisches Pattern mit offensichtlich nicht, wo es einfach zu abgehakt klingt und wenig routiniert. Einige Patterns sind auf der anderen Seite zwar gut, aber es gibt immer wieder Stellen, wo ich mir denke, ja, das hätte ich anders gemacht. Zum Beispiel, weil man einpennt, wenn man rappt, da ist halt einfach kein Reim vorhanden und das klingt dementsprechend nicht so routiniert. Ich persönlich finde es immer gut, wenn man den Reim bei der Bars aufs Metrum bezogen immer gleichsetzt. Das klingt sehr routiniert. Und wenn kein Reim vorhanden ist bei der Line, finde ich, dass es mich ein bisschen aus dem Flow rausbringt und aus dem Zuhören, wo ich gerade drin bin. Auch die Hook finde ich nicht so geil. Da finde ich tatsächlich Johannes seine Hook etwas besser. Hier klingt einfach dieses komisch spazierte Huren so nicht routiniert. Außerdem diese, ich weiß nicht mal, wie ich es nennen soll, diese, dass er nach jeder Silbe eine Pause einlegt, hat mir nicht wirklich gefallen. Ich finde, er hätte in der Runde musikalisch mehr aus sich rausholen können. Die Mische passt immerhin zu seinem Style, ist aber jetzt nichts Weltbewegendes, finde ich. Insgesamt ist der Flow im ersten Part ganz in Ordnung, würde ich sagen, und er im zweiten Part ziemlich stabil. Die Frage ist jetzt, wen ich vom Flow und der generellen Audio jetzt besser finde. Ziemlich schwer zu beurteilen, finde ich. Beide haben sehr unterschiedliche Stile, beide haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Ich würde sagen, unterm Strich sind beide relativ gleich gut. Bei Johannes hat mir die Hook ein bisschen mehr gefallen und die musikalischen Akzente in den Parts. Bei Sieg fand ich den zweiten Part routinierter gerappt und prinzipiell, finde ich, strahlt der Mann mehr Routine aus als Johannes.
Insgesamt ist es aber ein sehr ausgeglichenes Battle, was das Ganze angeht. Keine hat sich meiner Meinung nach hier einen Vorsprung oder 2 Punkte verdient. Ich gebe beiden einen Punkt für die äußerst solide Leistung und gebe weiter an Fabs. Machen wir weiter mit der Technik und hier sehe ich Johannes ganz klar überlegen und vergebe auch ein 2:1 an Johannes. Machen wir direkt weiter mit den Punchlines und fangen direkt mit der Runde von Sieg an. Direkt erste Vierer ist erstmal nichtssagend. Johannes, hast du Angst? Wenn ich komme und dich hier lässig wächst, bitte, ist das für meine Hater eine Denkstütze? Mir jemand sagen, mir dieses Opfer ist offensichtlich nicht mal mein Kopf gefickt. Auch der anschließende Vierer-Punch leider 0 und der darauf folgende Vierer ist leider mehr Representer als Diss. Alleine Tom und poppe eine E. Gucke in den Spiegel, sage alles ist okay. Alles was du kickst, hab ich alles schon gesehen. Fucking viele Feinde fallen von nun an auf meinem Weg. So sick, denn ich spitte zu krass. Blut spritzt, brauchst die Pille danach. Du bist einfach nicht in meiner Liga, Dicker. Mutig, dass du kleiner mieser Wichser ein paar Zeile gegen mich wagst. Aber der letzte Vierer hat dann endlich mal eine wenigstens solide Line, nämlich dass Johannes beim Tippen seines Namens wohl eingeschlafen ist. Johannes mit einem Z, was willst du sagen damit? Hast du dich bei deinem Namen vertippt, Johannes? Weil man einpennt, wenn du rappst. Baller per Piste, paar Bullets bei in deine Fresse und du bist dann tot. Denn was kannst du machen, außer langweilig zu flauen, hä? Denn was kannst du machen, außer langweilig zu flauen? Die Hook von Sieg spielt auf Johannes Gasthook im Bonus-Battle von Marjol an, das trifft aber leider auch wieder nicht so. Du musst Battle-Rap verstehen, ja das sehe ich bei dir genauso, denn du fragst mich, wie es geht, nebenbei schalte ich dich auf lautlos. Kickbars, begrab dich gratis, lad nicht nach, bam, mit deinen Fratzen, du Hurensohn. Du musst Battle-Rap verstehen, ja das sehe ich bei dir genauso, denn du fragst mich, wie es geht, nebenbei schalte ich dich auf lautlos. Kickbars, begrab dich gratis, lad nicht nach, bam, mit deinen Fratzen, du Hurensohn. Zum zweiten Part, hier ist der erste Vierer direkt ganz nett, nichts überkrasses, aber kann man durchaus machen. Er frontet Johannes damit, dass er ein kleines Kind ist, welches er ins Bällebad boxt und das Turnier von Johannes heißt sogar zufällig Deutschrap Bällebad. Wie gesagt, nichts krasses, aber kann man machen. 16er Part 2 und ein Tod liegt in der Luft. Schlage ich hier kleine Mädchen und ja, die Großen bring ich um. Sie ist eine kleine Fotze, die gern chillen mag. Schnell und hart, punch sie vom Bonus Battle ins Bällebad. Auch der anschließende Vierer, dass Johannes 4 Jahre für die 200 Euro Preisgeld gespart hat, ist ganz nett. 200 Euro Preisgeld, 4 Jahre dafür gespart. Beende grad deine Scheinwelt, die ganze Scheiße ist wahr. Beseitige dich im Loop, Dicker, die Zeilen hier sind endlos. Wenn ich sag, du stehst auf Peps, ja, dann mein ich keine Handjobs. Der dritte Vierer ist dann endlich mal ein schöner Punch, welcher auf das schlechteste Deutschrap-Lines-Format von Johannes anspielt. Deine Compilations, echt nicht so cool. Sie alle haben was gemeinsam, texten besser als du. Copy Paysteps, die Formate, ich bin mega verwirrt. Chartrapper, Brain, Erfolg wird stets nur kopiert. Und der letzte Vierer ist dann mein Highlight der Runde, welcher weiter auf das eben genannte Format anspielt und ist für mich auch ein schöner Abschluss der Runde von Sieg. Ist in meinen Augen ziemlich hart eklig. Boss Explosives, siamesischer Zwilling. Ja man, das sieht dir echt ähnlich. Machst du mal was Eigenes, dann juckt das meist keine Sau. Dein Text wie dein Kanal, die schlechten Lines sind geklaut. Kommen wir zum Part von Johannes. Direkt der erste Vierer ist nice und spielt auf die Runden von Sieg an, welche jetzt nicht gerade für ihre Punchline-Dichte bekannt sind. SPD, ich bekomm mal nix drauf, haben den Spasten. Nein, du bist kein Rapper, nur eine austauschbare Maske. Und dann fragst du mich noch unironisch, ob ich denn nun Lanza. Wovor war du keine Punch hast? Dein Skill ist halt woanders. Der nächste Vierer ist ebenfalls sehr nice. Hier spielt er schön mit Siegs Namen. Schau mir deine Runden an und denke, was machst du denn da? Warum nennst du dich Sieg? Erst recht nichts mehr zu suchen hast. Bitte häng dich auf, dann bist du Opfer nicht mehr hier. Dann wird das Sieg 040, einfach Error 404. Der anschließende Vierer ist dann eines meiner Highlights der Runde. Hier geht er weiter auf Sieg's Tracks ein, welche vor allem für ihre Autotune-Nutzung bekannt sind. Und das mit dem Emo-Kuchen am Ende hat mich herzlich zum Lachen gebracht. Eine Sekunde, ja, die ist einfach gemacht. Autotune auf den Part und das war's. Dazu noch peinlich gereimt, der Zeile zu schreiben und das eingestreckt auf 2 Bastard Parts. Du bist nicht lustig, bei dir muss man nicht nach Fehlern suchen. Du hast keinen Clown gefrühstückt, viel eher einen Emo-Kuchen. Der darauffolgende Vierer ist dann richtig böse und gemein und spielt auf Sieg's doch eher niedrige Klickzahlen für dessen Massen an Tracks an. Sieg macht viel Musik, doch die klingt ziemlich peinlich. Doch hey, mit bisschen Glück knackst du manchmal auf die 2 Klicks. Der eine, da hat 30, doch trotzdem keinen Hörgenuss. Der andere fast 50, komm mal runter von deinem Höhenflug. Kommen wir zur Hook von Johannes. Die klingt nicht nur geil, sondern puncht auch schön und spielt weiter auf das Du hast keine Punchlines etc. Ding an. Ich find Sieg bei Sieg, Sieg, du fliegst jetzt, wirst du besiegt, endlich steht mein Sieg fest.
wir weiter mit Part 2 und direkt der erste Vierer sitzt wieder und macht sich weiter darüber lustig, dass niemand Sieg feiert. Machst du mal ein Fan-Treffen, wird das Oberaffen geil, denn du hältst mit zwei Personen die Corona-Regeln ein. Dein Aussehen wirkt so, als hattest du es in der Schule schwer. Ich seh nur Paul, Digga, Murat wär, doch keiner nimmt dich Loser ernst. Die nächsten beiden Vierer werte ich mal zusammen, denn hier spielt Johannes schön mit den verschiedenen Tracknamen von Sieg und gibt ihm damit nochmal gut einen mit. Du bist nur am Leugnen, dass deine Tracklist echt Wayne ist. Aber nein, niemand packt dich in seine Playlist. Du bleibst lonely, gib zu, dass bei dir ein Trauma existiert. Doch dein jahrelanger Pain hat ja wohl kaum wen interessiert. Weil man bei dir kein Wort versteht, fehlt es doch an Substanz. Autotune auf Anschlag, warum tust du uns das an? Down jeden Abend über Dosis, sein Herz rast, aber Sieg ist traurig, denn niemand hört sich seinen Schmerz an. Und der anschließende Vierer ist nochmal ganz solide. Aber er will gerne zu den Großen gehören. Doch leider sieht er aus, so wie Todes der Nerd. Und niemand akzeptiert ihn und seine Musik. Sieg, jetzt hast du's mit deinem Leiden verspielt. Kommen wir noch zum dritten Part. Der erste Vierer ist ganz nett und spielt auf Siegs generelles Image und dessen Tracks sowie Videos an. Ist an Depressionen, versuchst Klicks und Fame zu holen, drogensüchtig betest, dass dein Schicksal vorbei ist. Doch du Pisser erreicht nichts, gib dich zufrieden mit zwei Klicks. Wenn du gierig bist, wirst du von der Szene beseitigt. Und der letzte Vierer ist vor allem mit der Abschlussline nochmal ein richtig schöner Schlag ins Gesicht und ein schöner Abschluss der Runde von Johannes. Schieb den Vogel beiseite, weil er sich selbst schon gut klein kriegt, denn nimmt einen Strick. Dann ist er besser mal leise. Und du willst ja so gern Fame sein auf der YouTube-Stadtseite. Vielleicht knackst du ja die 100 mit der Todesanzeige. Sieg. Für mich hat hier ganz klar Johannes die Nase vorne. Sieg hat in Part 1 nicht eine treffende Line und erst in Part 2 gibt es einige gute Dinger. Johannes landet hier einen Treffer nach dem anderen und lässt Sieg richtig schön als uninteressant niemand dastehen. Es gibt kaum einen Vierer, der nicht puncht und auch die Wortspiele mit Siegs Tracknamen etc. habe ich sehr gefeiert. Ich vergebe ein 3:1 in Sachen Punchlines an Johannes. Kommen wir noch zum Extrapunkt. Bei Sieg gefällt mir der erste Part leider gar nicht. Das Video wird langweilig, der Flow gefällt mir nicht und auch an den Punchlines mangelt es. Der zweite Part gefällt mir dafür um einiges mehr. Schönes Video, gute Betonungen, Punches etc. Mir hätte es deutlich mehr gefallen, hätte Sieg die gesamte Runde wie im zweiten Part gemacht. Johannes hat visuell wie soundtechnisch echt einiges mehr rausgeholt und vor allem die Hook ist bei mir hängen geblieben. Es gibt kaum einen Vierer, in dem man keine Punchline findet und seine Runde ist einfach ein gutes und stimmiges Gesamtpaket. Dennoch vergebe ich an beide für ihre Mühen einen Extrapunkt, zumal Sieg seine Runde knapp 3 Monate vor Johannes eingereicht hat und ich das nicht unentlohnt lassen möchte. Wäre das hier aber kein Bonus-Battle, ginge mein Extrapunkt nur an Johannes. Das macht im Endergebnis ein 5:8 an Johannes und dieser gewinnt das Bonus-Battle. Herzlichen Glückwunsch. Ich find Sieg bei Sieg, Sieg, du fliegst, jetzt wirst du besiegt, endlich steht mein Sieg fast. Sieg, ich hätte damals.